Yo, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme-Partie von Pokémon der Wieso will ich eigentlich mal blauen Edition sagen? Ich schaue mir momentan auch, by the way, wieder das blaue Let's Play von mir an. Das blaue Let's Play vor allen Dingen. Von der blauen Edition schaue ich momentan auch mal nochmal mein Let's Play durch. Einfach um zu wissen, was ich dort so alles gemacht habe. Und yo, wie gesagt, herzlich willkommen zur goldenen Edition natürlich. Ich weiß echt nicht, was ich dabei momentan halt immer im Kopf habe. Aber hey, ich wollte mich in dem Part, ich starte doch by the way hier, endlich mal um das Event hier kümmern, Freunde. Heute ist Dienstag und ich habe auch by the way gesehen, dass die Uhr, die ich jetzt doch in-game habe, sich doch schon wieder nicht umgestellt hat. Und ich habe mir jetzt halt einfach gedacht von wegen, yo, ich scheiße jetzt einfach drauf. Weil vor jeder Aufnahmepartie das halt wieder umzustellen, das ist halt für mich selber, weiß ich nicht, muss man jetzt nicht selber machen. Und ja, für mich wäre es auch ein bisschen nervig, bei jeder Aufnahmepartie dann die ganze Zeit das zu machen. Auch wenn es nur irgendwie knappe 3-4 Minuten dauert, aber trotzdem. Das ist halt irgendwie doof, dass er trotzdem nicht immer das mitspeichert. Aber hey, was soll man machen, Freunde? Und jo, wie gesagt, wir wollen uns heute um das Event hier kümmern. Heute ist Dienstag, eigentlich ist heute nicht Dienstag, aber hey. Das heißt, heute findet das Käferturnier statt. Die Regeln sind einfach. Fange ein Käfer-Pokémon mit einem deiner eigenen Pokémon. Das Käfer-Pokémon wird dann von der Jury bewertet. Möchtest du es versuchen? Natürlich. Oh oh, du hast mehr als ein Pokémon. Du musst Garados auswählen. Dein erstes Pokémon, bist du damit einverstanden? Achso, ich dachte, ich kann das separat auswählen. Welches Level haben die denn da oben? Gut, wir passen währenddessen auf deine anderen Pokémon auf. Die Pokémon von Blue wurden auf dem Turnier erfolgt. Achso. Hier sind die Parkbälle für das Turnier. Blue erhält 20 Parkbälle. Okay, alles klärchen. Wer das stärkste Käfer-Pokémon fängt, hat gewonnen. Du hast 20 Minuten Zeit. Wenn du keine Parkbälle mehr hast, ist das Turnier beendet. Du darfst das letzte Pokémon, das du gefangen hast, behalten. Los, fang das stärkste Käfer-Pokémon, das... Okay, das heißt... Oh, coole Musik. Die Musik gefällt mir. Das heißt, das letzte Pokémon, was ich fange, darf ich behalten. Alles klar. Das heißt, ich muss halt einfach versuchen, hier ein gutes Pokémon zu fangen. Und das soll dann halt gut von der Jury bewertet werden. Wir gucken einfach mal. Direkten Kampf. Okay, ich glaube mal ein Safcon. Ach, fuck. Die sind jetzt alle Level 9, oder wie? Okay, immerhin bekomme ich die EP, aber sind die jetzt wirklich alle Level 9? Weil dann habe ich jetzt nämlich total verkackt, Freunde. Ein Bibor. Level 13. Okay, weil ich werde auf jeden Fall versuchen, vom Level her ein ziemlich starkes Pokémon zu fangen. Also ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen gucken, was es hier so gibt. Also ein paar Pokémon mal ausprobieren. Also ich denke mal, ich werde jetzt erstmal 10, 15 Kämpfe machen. Einfach um zu wissen, was jetzt hier überhaupt alles kommt. Und einfach das, ja, was heißt das Stärkste? Aber ich würde halt einfach sagen, das außergewöhnlichste Pokémon möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Bin ich mal gespannt. Wenn jetzt halt die ganze Zeit hier nur ein Safcon und Raupi jetzt. Ein Pinsir Level 14. Ja, das können wir jetzt eigentlich mal versuchen zu fangen, würde ich jetzt sagen. Weil das ist Level 14 und ich denke mal, das ist doch schon in Klammern ein außergewöhnliches Pokémon, was uns eventuell. Und dann haue ich natürlich einen Volltreffer raus. Hat er 400 EP. Okay, ich versuche mal da einen Pinsir zu fangen. Weil ich glaube, ich könnte mir denken, umso höher das Level ist, umso. Besser werde ich bewertet oder sowas, weil hier gibt es anscheinend auch ein Ranking und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich hier irgendwo was gewinnen kann oder ähnliches, aber man kann es auf jeden Fall mal probieren, Freunde. Als gut wie möglich zu werden, dementsprechend. Yay, yeah, jetzt bin ich auch vergiftet. Weil ich glaube, es bringt jetzt auch nichts, wenn ich versuche jetzt hier das Paras zu fangen, dann Safcon zu fangen und sowas, weil im Endeffekt seht das letzte Pokémon, was ich fange. Raupi. Ah, verdammt, ich sollte jetzt erstmal auch die Vergiftung eventuell erstmal heilen. Mach ich gleich. Mach ich jetzt nicht. Ja, erstmal das Raupi hier kaputt machen. Nice. Ja gut, das Gute ist, Niklas levelt jetzt gerade hier auch nochmal nebenbei ein bisschen. Ach, guck mal, besitzt keine Bälle 20. Okay. Ich habe kein Inventar. Das ist natürlich sehr doof. Ich hoffe mal, ich kann wenigstens jetzt hier in-game heilen.
Es wäre jetzt ein bisschen doof, wenn jetzt mein Gyarados jetzt dauerhaft vergiftet wäre. Da muss ich mich ja beeilen, ehrlich gesagt, mit dem. Wie doof! Ja, okay, jetzt kann ich nachvollziehen, wieso man eventuell die Beeren halt benutzen kann. Weil jetzt wäre halt eine Beere, die halt gegen Gift ist, ziemlich gut. Deum. Okay, dann versuche ich jetzt erstmal das stärkste Pokémon jetzt erstmal zu fangen. Ja, jetzt kommt natürlich erstmal nur noch Hordius und so. Deum. Uncool. Na komm, irgendwas Gutes sollte jetzt kommen. Ich glaube mal nicht, dass sie uns hier die Pokémon jetzt kaputt hauen oder so. Level 14. Aber ich glaube, das bringt jetzt uns nicht so viele Punkte ein bei dem Wettbewerb hier. Denke ich. Weil ich würde halt, ich glaube, ein Bieber wäre eigentlich ganz nice. Wie ich das gerade gesehen habe. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Weiterentwicklung von Raupi hieß. Smetbo? Also die dritte Entwicklung halt. Also das Gegenstück zu Bieber. Ich glaube, ich möchte so eins fangen. Das wäre eigentlich ganz gut, denke ich. Mal gucken wir mal, was es hier gibt. Hier ist ja das Gras höher. Vielleicht sind die Pokémon hier cooler. Ah, guck mal. Genau das meine ich. Smetbo. Ich glaube, das versuche ich jetzt erstmal zu fangen. Okay, hauen wir mal Tackle drauf, damit das nicht so viel Schaden macht. Oh Gott. Ja, ich bin schon vergiftet. Nein. Ich hoffe mal, dass es jetzt überhaupt die Möglichkeit hat, das zu fangen. Weil es ja doch schon noch viel Leben hat. Ja, natürlich. Ja, und das Doofe ist jetzt halt, ich vergifte jetzt. Oh Gott. Das ist jetzt gerade ziemlich uncool. Oh, bitte fang es, bitte fang es, bitte fang es. Weiter runterkloppen kann ich es leider nicht. Oh, sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt wenigstens schon mal ein Pokémon in der Tasche. Alle Klärchen. Okay, ein Falter ist es. Es sammelt täglich Honig. Es reibt ihn seine Beinhaare, um in sein Nest zu transportieren. Ach so, das Honig. Okay, alles Klärchen. Ich habe jetzt gerade irgendwie was Falsches gedacht. Ja, es reibt den Honig an seine Beine, um es ihr. Okay, machen das andere Insekten auch so? Das wäre eigentlich ganz interessant zu wissen. Also, was heißt ganz interessant zu wissen? Eigentlich ist es sowas in die Kategorie unnützes Wissen, aber. Die Tiere das wirklich so machen? Ich bin ja jetzt nicht so ein Insekten-Experte, muss ich jetzt gerade auch mal sagen. So, Level 4 und Swansea. Na gut, da werde ich jetzt, glaube ich, jetzt wirklich so lange weitermachen, bis ich vergifte. Weil ich denke, die 20 Minuten werde ich jetzt nicht mehr voll bekommen. Ja, obwohl doch. Sobald ich jetzt nicht hier irgendwo Pokémon habe, die groß Schaden machen, ob das ich bekomme. Okay, nochmal ein Raupi, Level 7. Und bisher hätten wir ja nicht viel Auswahl gehabt, ne? Aber haben wir bisher immer die gleichen Pokémon bekommen. Das zum Thema gleiche Pokémon. Och Mann, Raupi, keiner mag dich, geh weg. Ich weiß es doch gar nicht. Was bringt dir da am meisten Punkte? Ich denke mal echt, dass es halt an dem Level liegt erstmal. Eventuell an der Seltenheit, die man hier bekommen kann, weil hier dieses Kopinsir, was wir ja gerade bekommen haben. Alter, Level 18. Ist das gut? Weiß es nicht. Weil es halt vom Level her höher, ne? Ich versuch's jetzt einfach mal zu fangen. Ich gehe jetzt einfach mal nach dem Level und nicht nach der Seltenheit. Weil das Einzige, was ich halt nur gelesen habe, wann es halt ist. Und ich wollte mich jetzt auch nicht spoilern von wegen, was es dort alles für Pokémon gibt und sowas. So, sein Giftstachel ist gefährlich. Sein hell euternder Körper. Hell leuchtender Körper. Soll Feinde abschrecken. Du hast bereits ein Smetbo gefangen.
Okay, anscheinend zählt einmal das Level und die Gesundheit. Denke ich. Tauschen wir einfach mal. Ich hab keine Ahnung. Oh Mann. Ich denke, ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumprobieren. Gucken, was wir hier noch für Pokémon bekommen. Ja, rein theoretisch kann ich mir auch vorstellen, dass halt die, falls ich ein Sweatpool Level 18 bekomme, dass das natürlich dann besser ist als das andere. Weil wenn dort halt die Lebenspunkte angezeigt werden oder das Level, werden das wohl die beiden Kriterien sein, wie gut ich gerankt werde, schätze ich. Ich kann da gerade echt nur Musmarten. Musmarten? Mutmaßen. So. Ich meine, ich laufe jetzt hier auch einfach noch so lange im Kreis. Haben wir eigentlich gerade auch im Menü die Zeit gesehen, die abgelaufen, die hier abläuft? Das weiß ich gar nicht. Na klar, ich habe jetzt hier meine Aufnahmezeit hier immer unten schön in OBS eingeblendet. Von daher kann ich mich eigentlich danach richten. Aber wenn ich jetzt hier versuche, 20 Minuten lang halt Pokémon zu killen, wo halt eh nur die ganze Zeit Raupies und Tornius und Safcons kommen. Aber irgendwann muss ich doch mal Glück haben, dass so ein richtig krasses Pokémon kommt. Ein richtig krasses. Level 48 oder sowas. Oh, Level 48 Aronio. Okay, auf jeden Fall sind wir gleich tot, Freunde. Ach Mann. Das Gift ist echt nervig. Okay, da. Das nächste Mal, wenn ich. Also, ich denke mal, ich werde jetzt auch nicht nochmal das letzte Mal teilnehmen. Also, zweimal hintereinander werde ich jetzt nicht teilnehmen. Aber ich schätze mal, das ist im späteren Spielverlauf irgendwann. Oh, was bist du denn? Ein Sichlor. Ich denke mal, dass ich im späteren Spielverlauf auf jeden Fall nochmal hier versuche teilzunehmen. Okay, ich glaube, wir sind gleich tot, ne? Also, irgendwie in, ich sag mal, 20 Parts oder sowas kann ich das ja nochmal machen. Okay, ich hoffe, dass er jetzt nicht trifft, weil das Sichtler würde ich doch schon gerne haben. Ah, verdammt, ja, okay. Ja, gut. Nur kein kampffähiges Pokémon mehr. Wir bewerten nun deine gefangenen Pokémon. Die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Dritter wurde Pokéfan Wilhelm mit einem Smetbo. Oh, verdammt. Mit einer Punktzahl von 328. Zweiter wurde Camper Till. Okay, ich glaube, ich habe verkackt, Freunde. Ist... Wer ist der Gewinner? Picknicker Cindy mit einem... Oh Gott, okay. Mit einer Punktzahl von 343 Punkten. Alle anderen erhalten eine Beere als Trostpreis. Ja, okay, dann hätte ich mir wirklich denken können, dass Metbus etc. Schneidest du beim nächsten Mal besser ab. Wir geben dir deine Pokémon zurück, bitteschön. Ja, eigentlich bist du jetzt kacke, Juanio, ich brauch dich eigentlich nicht. Was fällt mir denn jetzt dazu rein? Ich nenne dich jetzt einfach Honig. Honig. Oh Gott, ey, ich werde so viele Essensarten brauchen, weil ich habe ja vor ungefähr, ich weiß nicht, am Ende Let's Plays. Wo komme ich jetzt endlich mal zum Reden? Hallo, howdy! Ich bin's, Erich. Oh, ist heute nicht schön. Ich habe seltene Janmas in Route 35 gesehen. Ich melde mich, wenn wir noch ein seltenes. Warum haben wir begegnet? Okay. Das ist ein Janmas. Route 35. Ich guck mal gerade ganz kurz. Ja, wir haben gerade Dienstag um 10 Uhr. Das ist halt echt doof. Ach, warte mal, Route 31, wo ich das jetzt gerade sehe. Nee, warte mal. Dort. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich nochmal teilnehmen? Achso, dann einfach wahrscheinlich dann am nächsten Tag, okay. Ich weiß jetzt ungefähr, glaube ich, auch wieder, wo ich das Dingens abgeben muss. Das ist mir auch mal wieder eingefallen. Irgendwo bei Route 31 muss ich das eine Pokémon abgeben. Hab sie. Okay, Janmas, ich glaube, das werde ich jetzt nicht machen. Auch wenn das sich gerade voll nach einem legendären Pokémon ausschaut, aber... Na, hier irgendwo Route 31 oder sowas sollte ich das Pokémon, glaube ich, abgeben. Was ist? Du hast einen Brief für mich? Ah, genau, der Typ war das. Alles klar. Übergibt das Pokémon. Übergibt das Pokémon den Brief? Trägt. Mal sehen. Die Dunkelhöhle führt zu einem anderen Weg.
gut zu wissen. Danke, dass du mir den Brief brachtest. Mein Freund ist ein netter Mensch, genau wie du. Ich möchte mich bei dir dafür revanchieren. Ich hab's. Ich möchte dir das hier geben. Okay, haben wir wieder ein TM umsonst bekommen. Enthält Nachtmar. Dies ist eine gemeine Attacke, die einem schlafenden Gegner kontinuierlich KP abzieht. Das ist fies. Ich möchte nicht schlecht träumen. Okay, jetzt habe ich auch by the way vergessen, worüber ich jetzt vorhin mal wieder reden wollte. Aber auf jeden Fall, ich denke mal, das Käfer-Touren werde ich auf jeden Fall des Öfteren mal machen. Vielleicht gewinnen wir auch noch Platz 1. Spätestens, wenn wir die die VM fliegen haben, würde ich sagen. Aber eigentlich, wir haben ja ein Geist-Pokémon, welches einschläfern kann. Ja. Was können wir denn hier wegmachen? Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie stark die Attacke ist, weil Fluch... Ich weiß halt nicht, ob ich die Attacke Fluch halt haben möchte, weil Nachtnebel ist eigentlich schon ziemlich stark, würde ich jetzt gerade mal behaupten. Und Fluch ist halt immer so eine Sache, da muss ich halt jedes Mal, wenn ich es benutze, Chris heilen. Ach komm, wir probieren die Attacke einfach mal. Wir werden ja sehen, ob sie scheiße ist oder nicht. So. Gut, dann habe ich jetzt auf jeden Fall mal das Käferturnier soweit abgefrühstückt. Kann es eigentlich nochmal hier lang? Genau da lang. Da wollen wir jetzt. Wollen wir da schon hin? Ich guck mal gerade auf die Karte. Eigentlich wollen wir da schon hin, aber klar, aber. Hatte ich jetzt noch hier irgendwas zu dingsen? Weil ich möchte mich jetzt auch mal nach Oliviana, so hieß die Stadt, glaube ich, genau. Eigentlich mal dorthin begeben. Ja, dann mache ich das. Dann mache ich das jetzt mal. Ah, guck mal, ein Fukano. Das fangen wir mal direkt. Warte mal ganz kurz. Ich muss mir gerade mal ganz kurz die Liste raussuchen. War das ein Vulpix oder Fukano? Moment. Wo habe ich das Ding jetzt hin? Da. Nee, das ist nicht das richtige Textdokument. Das ist auch nicht das richtige Textdokument. Ah Gott, wo habe ich das Textdokument? Kurz Moment. Okay, ich finde gerade das Textdokument nicht wieder. Wo ist denn hingepackt? Ich habe meinen Desktop aufgeräumt gehabt und ist halt immer so eine Sache. Ach, verdammt. Ach, warte mal, durch den scheiß Seba-Virus fällt mir jetzt gerade ein. Er hat ja alle Textdokumente gesperrt. Oh, Dium. Ich fange es jetzt auf jeden Fall erstmal, Freunde. Ich möchte es auf jeden Fall fangen. Zu Luca kann ich es dann noch später umbenennen, weil ich meine nämlich, dass jemand einen Fukano oder einen Vulpix haben wollte. Hundertprozentig. Und bevor ich jetzt halt das falsch umbenenne, fange ich es dann trotzdem jetzt einmal im Superball. Da ist mir gerade ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, bin ich ganz ehrlich. So, aber immerhin haben wir es jetzt gefangen. Ich weiß auf jeden Fall, unter welcher Folge das geschrieben wurde und ungefähr von wem. So, ein Hund. Es ist von Natur aus tapfer und vertrauenswürdig. Es scheut nicht vor starken Gegnern zurück. Nein. So. Ich werde es auf jeden Fall dann jetzt mal offscreen, sobald ich die Aufnahme-Season hier beende, dann auf jeden Fall auch mal umbenennen. Das können wir ja machen. Bei diesem Namen bewerte oder, glaube ich, ne, mit dem Spitznamen. Typen, wie auch immer. Ja, die Pause, die ich jetzt wieder kurz gemacht habe von dem ganzen Zeug, das hat es mir echt wieder versaut. So, ja, dann wollen wir jetzt eigentlich hier nach Westen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Bin ich mal gespannt. So, Route 38, Oliviana City, ach, Teak City. Welches Pokémon möchte ich denn jetzt eigentlich nehmen? Ich glaube, ich hau Niklas noch ein bisschen weiter nach oben. Okay, da gibt es jetzt mehrere Wege, die ich abklappern kann.
Fliege hoch in die Lüfte, mein herrliches Vogel-Pokémon. Scheint wieder ein Vogelfänger zu sein. Der Timo. Hallo Timo. Ein Dudu Level 15. Hatten wir schon mal gegen Dudu gekämpft? Ich glaube nicht. Ah, guck mal, immerhin hat uns die ganzen Attacken hier auch wieder aufgefüllt. Das finde ich echt nice. Jetzt mal Vogel-Pokémon gegen Dingens-Pokémon, ne? Das fällt mir jetzt gerade was ein. Ich möchte mal gerade was ausprobieren. Also es wird eh klappen. Aber ich möchte einfach nur mal wissen, wie viel Schaden es eigentlich macht. Also das ist mir jetzt ja gerade erstmal aufgefallen. Schaut euch mal an. Oh shit. Ach, das macht doch nicht. Ich dachte, Kampfattacken wären nice gegen Flug-Pokémon. Okay, da habe ich mich doch ein bisschen getäuscht mit Goldbeere. What the fuck, es gibt Goldbeeren? Aber der Arsch von Macholo, achtet mal. Das sieht irgendwie voll komisch aus. Ja, okay, dann Flugattacken gegen Kampfattacken, das ist dann... Okay, das muss man dann auch merken. Immer diese ganze Kacke, Mensch, nicht bemerken muss. Oh. Okay, jetzt wird dann Herax wahrscheinlich tot sein, ne? Yep. Ja gut, ein kleines Selbstexperiment, mal wieder missglückt. Misslungen meine ich. Das gut ist ja, glaube ich, das heißt das gleiche. Okay, ja, drei Dudus sind Pedo. So, nice. Ich bin bis zu Level 25, werde ich es jetzt mal wieder leveln und dann mal wieder das Pokémon wechseln. Ich fühle mich so, als würde ich mich selbst in die Lüfte erheben. Das ist doch eigentlich ein positives Zeichen, oder nicht, dass du dich in die Lüfte erhebst? Es ist ein Obstbaum, es ist eine Beere. Ja, Beeren wären jetzt eigentlich nicht so... Die brauche ich ja eigentlich nicht mehr. So eine Goldbeere, die ich jetzt gerade gesehen habe bei dem Herakles, das wäre eigentlich echt nice. Oh,